Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Der 1. Mai, oder wie er bei uns auch genannt wird, Sozi-Weihnachten, ist mit den roten Fahnen, den blauen Hemden, den fahrenden Arbeiterkapellen, die irgendwann hinter der Tribüne am Rathausplatz verschwinden, und der allgemeinen festlichen Stimmung ein Feiertag, ein Ritual geworden. Das war nicht immer so. Die Geschichte des 1. Mai ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, die zurückgeht auf einen Streiktag der australischen Arbeiter, die 1856 als Manifestation für den 8-stündigen Arbeitstag für einen Tag die Arbeit niedergelegt und Feste veranstaltet haben. Die Amerikaner waren dann die Ersten, die diesem Beispiel gefolgt sind und den 1. Mai als Tag der allgemeinen Arbeitsruhe festgelegt haben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildeten sich in den USA sozialistische Parteien, Gewerkschaften und anarchistische Assoziationen heraus. Nicht zuletzt haben österreichische und deutsche Immigranten eine Rolle im Aufbau dieser Organisationen gespielt. Diese Immigranten haben nach der Revolution von 1848 als politische Flüchtlinge und ab den 1880er Jahren aus wirtschaftlichen Gründen ihr Land verlassen. Und dann kamen auch noch Sozialisten und Anarchisten nach Amerika, die vor der Sozialistenverfolgung unter Bismarck geflohen sind. Ein solcher Deutsch-Amerikaner war Oskar Ammeringer. Der hat in den USA einen Job in einer Möbelfabrik bekommen, und dieser Oskar Ammeringer berichtete später, warum und wie er zu dieser Streikbewegung gestoßen ist. Zitat: Hier wurde alles maschinell gefertigt. Unsere einzige Aufgabe bestand darin, einen Stuhl oder Tisch, die beiden Spezialitäten der Fabrik, zusammenzubauen, zu kleben und fertigzustellen. Die Geschwindigkeit stand an erster Stelle, die Qualität der Verarbeitung an letzter. Die Arbeit war eintönig, die Schufterei 10 Stunden am Tag, mein Lohn 1 Dollar am Tag. Außerdem kam der Frühling, Vögel und blaue Hügel lockten. Als nun Agitatoren der Knights of Labor, zu Deutsch Ritter der Arbeit, das war so eine anarchistische Gewerkschaftsorganisation, in unseren Ausbeuterbetrieb einfielen und die göttliche Botschaft von weniger Arbeit für mehr Lohn predigten, wurde ich einer von ihnen. Mit dieser gewerkschaftlichen und politischen Organisierung begannen auch die Klassenkämpfe. Es kam immer wieder zu Streiks und zu Demonstrationen, die von der Polizei aufgelöst wurden, und immer wieder wurden auch Arbeiter und Arbeiterinnen getötet. Die Reaktion darauf blieb nicht lange aus, und in den Maitagen des Jahres 1886 streikten im ganzen Land 340.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in ungefähr 12.000 Fabriken. Diese Massenstreikbewegung hat, wie schon in Australien, ebenfalls für die Einführung des 8-Stunden-Tags gekämpft, und die Bewegung wurde aber von der Polizei blutig niedergeschlagen. Es wurden 10 Arbeiter getötet und Dutzende verletzt, und diese Geschehnisse gingen als Haymarket Riot in die Geschichte ein. Den vermeintlichen Redelsführern wurde anschließend der Prozess gemacht, und ein heftig umstrittener Prozess gemacht, der mit der Hinrichtung von 4 Angeklagten endete. Und der Staatsanwalt, der hat damals an die Geschworenen appelliert, Zitat: Sprecht sie schuldig, macht sie zu einem Präzedenzfall, lasst sie hängen, um unsere Institutionen zu schützen. Diese Aussage lebt de facto bis heute in der Haltung der Bürgerlichen fort. Die Bürgerlichen hassen den 1. Mai seit Beginn. Der Generalstreik der Arbeiter in den USA, vor allem in Chicago, hat bei den Sozialisten auf der ganzen Welt einen tiefen Eindruck hinterlassen. Friedrich Engels hat die Entwicklungen in Amerika beobachtet und bewundert, wo er schreibt, dass den Arbeitern plötzlich Flügel wuchsen und wo die ungeheure Masse schlummernder potenzieller Energie sich langsam aber sicher in lebendige Kraft umsetzt. In Erinnerung an diesen Generalstreik beschlossen die Arbeiterparteien am Gründungskongress der 2. Internationale 1889 in Paris den 1. Mai als Feiertag und als Mittel zur Erlangung des 8-Stunden-Tages. Keine Sektion der internationalen Sozialdemokratie hat diese Idee so energisch und begeistert aufgegriffen wie die österreichische. Die von Adler, von Viktor Adler geführte und organisierte Kampagne für den 1. Mai brachte der Sozialdemokratie in Österreich auch den Durchbruch. Das war sozusagen der Startschuss für den Aufbau einer wirklichen Massenbewegung. Die damalige Situation in Österreich war jedenfalls eine besondere. Die 80er und 90er Jahre des 19. Jahrhunderts waren geprägt von Repressionen der Regierung TAF.
Die Vereins- und Versammlungsfreiheit war stark eingeschränkt. Die Parteizeitung wurde vorzensuriert und schließlich verboten. Sozialdemokraten wurden politisch verfolgt und alljährlich gab es zahlreiche Entlassungen rund um den 1. Mai. Die Arbeiterinnen und Arbeiter mussten auch Lohneinbußen und Aussperrungen hinnehmen. Und bezeichnend für die Haltung der Bürgerlichen war eine Aussage von Karl Lueger, dem damaligen christlich-sozialen Bürgermeister von Wien, der die Menschen, die am 1. Mai in den Prater marschierten, als Lumpen bezeichnet hat. Und das haben die Arbeiter und Arbeiterinnen zum Anlass genommen, beim nächsten Maiaufmarsch immer wieder zu rufen, hoch die Lumpen. Die Regierung hat bis zur Legalisierung des 1. Mai als Kampftag, als Feiertag im Jahr 1919 immer wieder betont, dass eine Arbeitsniederlegung am 1. Mai gesetzwidrig ist. Die Behörden haben auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen, sie haben Militär und Polizei bereitgestellt. Viele Unternehmer haben ihren Beschäftigten den Tag freigegeben, weil sie gewusst haben, dass nicht genügend Militär und Polizei vorhanden ist, um alle Fabriken zu beschützen. Und nachdem es im April 1890 zu sogenannten Arbeiterexzessen gekommen ist, hat die Regierung sogar erwogen, das Standrecht einzuführen. Trotz dieser Repressionen hat es in Wien am Vormittag des 1. Mai 1890 ungefähr 60 Versammlungen gegeben und am Nachmittag zogen in etwa 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in den Prater. Das war die größte Kundgebung, die Wien bis dahin erlebt hat und das nur ein Jahr nach der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der SDAP. Friedrich Engels hat damals gesagt, dass der 1. Mai nirgends so machtvoll und würdig begangen wurde wie in Wien. Und der Viktor Adler, der hat diese 1. Maifeier 1890 nicht miterlebt. Der saß gerade eine viermonatige Haftstrafe im Wiener Landesgericht ab, die er erhalten hat wegen angeblicher anarchistischer Bestrebungen. Er war sich trotzdem der Bedeutung dieses Tages für die Arbeiterinnen und für die Bewegung bewusst und er schrieb später, Zitat, Schichten von Proletariern wurden aus der Lethargie aufgeweckt, die uns sonst nicht zugänglich gewesen wären. Mit dieser gewaltigen Demonstration wuchs also das Ansehen der Partei in der Arbeiterschaft, aber auch das Selbstbewusstsein der Arbeiterinnen und Arbeiter auf internationaler Ebene. Der 1. Mai war außerdem zentral für das Entstehen der proletarischen Frauenbewegung, weil Frauen zum ersten Mal gewerkschaftlich und politisch organisiert wurden. Später wurden neben dem 8-Stunden-Tag bei Maikundgebungen auch andere sozialpolitische Forderungen gestellt, zum Beispiel Lehrlingsschutz, aber auch das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht, zunächst nur für Männer. Und am Vorabend des Ersten Weltkriegs demonstrierten die Arbeiterinnen und Arbeiter gegen die Kriegshetze und für die internationale Solidarität. Durch die Revolution von 1918 wurde der 1. Mai dann zum Feiertag offiziell. Dass die Bürgerlichen dem zugestimmt haben, ist allein auf der symbolischen Ebene schon ein Beweis dafür, wie stark und wie viel Macht die Arbeiterbewegung damals schon hatte. Auch heute ist den Bürgerlichen der 1. Mai immer noch ein Dorn im Auge. Das sieht man zum Beispiel an den Plakaten der Wirtschaftskammer, die gestern am 30. April den Tag der Arbeitgeber gefeiert hat. Man sieht es auch an den Aussagen von Sebastian Kurz, der den 1. Mai als Tag der Eröffnung von Geschäftslokalen und von Friseurläden und so weiter vorgeschlagen hat und auch erst ab dem 1. Mai erwägen will, ob er und wie er die Beschränkungen der Versammlungsfreiheit lockern möchte. Jedenfalls steht der 1. Mai heute im Zeichen der schwersten Wirtschaftskrise und das weltweit. Und weltweit werden wir in den kommenden Monaten und Jahren heftige Klassenkämpfe sehen und deshalb sollten wir auch den 1. Mai nutzen und uns vorbereiten auf diese Klassenkämpfe. Begehen wir den 1. Mai also nicht mehr als folkloristischen Feiertag, sondern als internationalen Kampftag, mit dem wir unsere internationale Solidarität und unseren Willen zu Klassenkämpfen signalisieren.